Herr Dr. Bosen, Sie sind ja Zahnarzt hier in Bremen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, für ein kurzes Interview zur Verfügung zu stehen. Und es gibt ja immer so ein paar Fragen an den Allgemeinmediziner von Seiten der Patienten, auch über zahnärztliche Problemthemen, wo ich natürlich bei weitem nicht so in der Tiefe stecke wie ein erfahrener Zahnmediziner. Und dazu würde ich Sie heute gerne ein bisschen befragen. Vielen Dank für die Einladung. Es geht darum, dass zum Beispiel ich in der Laboruntersuchung feststelle, dass eine Immunreaktion auf Thioether und Mercaptane da ist. Und nun muss das ja nicht aus irgendwelchen Zahnwurzelkanälen kommen, aber es kann daraus kommen. Und die Frage ist immer, wie kann man diese Frage beantworten? Die Frage kann man im Prinzip nur durch röntgenologische Untersuchungen beantworten. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das klassische Zahnfilm oder das Orthobandrogramm als großes Rundumbild, was aber die Schwäche hat, dass es nicht so die letzte Detailschärfe hat. Und dann natürlich gibt es heute in den letzten Jahren der Digitalisierung sei Dank einfach eine dreidimensionale Darstellung, dass man durch den Kiefer, durch die Zähne auch quasi dahinter gucken kann und damit auch Probleme entdeckt, die man auf klassischem Röntgenwege früher keine Chance hatte, überhaupt zu sehen. Also die klassische Panoramaaufnahme sagt das nicht aus? Kann es aussagen, aber Sie haben keine Garantie dafür. Also es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage, aber mehr kann man das nicht sagen. Und diese dreidimensionale Bilddarstellung unterscheidet sich von der Panoramaaufnahme wodurch? Ja, dass sie eben, dass man praktisch hinter einen Zahn gucken kann. Man kann zwischen die Wurzeln gucken, man kann hinter einen Zahn gucken. Man hat ja bei einem Orthopantomogramm, OPG, ja im Prinzip, dass es einmal rumläuft und dann ist das wie ein Bild von einer Landschaft. Aber es ist eben nur ein Bild. Nicht? Wenn dahinter, wenn Sie auf einem Bild einen grünen Baum haben, dann wissen Sie nicht, was hinter dem Baum ist. Richtig. Und in dem Moment, wo Sie einen DVT haben, dann wird eben das Ganze in vielen einzelnen kleinen digitalen Aufsichts- und dann hinterher quasi computertechnisch wieder zusammengesetzt. Und dadurch können Sie ein Gesamtkieferbild von jeder Seite her betrachten. Sie können das am Bildschirm drehen, wenden, Sie können auf den Zahn gucken, Sie können auf die Wurzelspitze gucken, Sie können dahinter gucken, Sie können zwischen die Wurzeln gucken. Also es gibt viele Dinge in der Medizin, die durch Digitalisierung erst möglich geworden sind. Das muss man wirklich mal anerkennen. Und das ist faszinierend. Und vor allen Dingen, es ist manchmal eben auch entlarvend. Nicht? Man muss sagen, dass wir immer wieder in der Zahnerkunde einfach röntgenologisch etwas als absolut einwandfrei diagnostizieren und dann macht man ein DVT und plötzlich sieht man eine andere Welt. Das ist spannend, sehr manchmal auch spannend. Sehr unbequem, muss ich auch sagen. Es ist manchmal auch sehr unbequem. Und manchmal muss man eben auch dann feststellen, dass man für bestimmte Problemfelder einen Therapieweg gar nicht beschreiten kann oder sich selbst dann verbietet. Und so nimmt es also doch maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten der Therapie, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Nicht? Wenn man das ist einfach, je besser und je tiefer und detailreicher man diagnostizieren kann. Aber das ist ja umso individueller, genauer und wahrscheinlich auch erfolgversprechender. Absolut, natürlich, ja, natürlich. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, dann fällt mir das Thema Rantiswert oder neuralgieinduzierende Kavitäten des Kieferknochens ein. Was muss man sich darunter vorstellen? Darunter muss man sich vorstellen, dass im Kieferknochen sich chronische Entzündungen nicht nur gebildet haben, sondern dass sie auch verblieben sind. Es galt ja über viele Jahre oder Jahrzehnte, ein toter Zahn, das ist ein Problem und so. Das sicher, aber man hat auch geglaubt, wenn man den rausnimmt, dann ist automatisch durch den Heilungsprozess das Problem auch weg. Und heute wissen wir, dass das eben in diesem Automatismus nicht gilt. Sondern es kann einfach sein, dass wenn ein chronischer Entzündungsprozess ausgeht von einem toten Zahn oder von einem verlagerten Weisheitszahn, dass zwar die eigentliche Ursache ist entfernt, aber der chronische Prozess im Knochen hat sich verselbständigt. Oder es ist zum Beispiel ein Weisheitszahn, wo der chronische Prozess noch gar nicht da war, aber die Immunlage des Patienten ist so geschwächt, dass er einfach über orthomolekulare Schwächen, Unterversorgung Mineralstoffen, Unterversorgung Vitaminen, einfach der Körper nicht in der Lage ist, diesen Heilungsprozess in vollständiger Form zu leisten.
Ganz besonders kritisch ist, wenn also, was ja doch relativ beliebt ist, wenn unter Vollnarkose bei jungen Menschen alle vier Weisheitszähne auf einmal entfernt werden. Da ist das erstmal für die Menschen natürlich ein sehr bequemer Weg. Sie kriegen nicht viel mit und dann ist das mit einem Mal sozusagen erledigt. Aber dann sehen wir eben viele Fälle, wo dann eben die Heilungsprozesse den Körper in seiner Immunantwort überfordern. Und dann verbleiben in den Bereichen, wo früher beispielsweise die Weisheitszähne waren, chronische Entzündungsprozesse. Und diese chronischen Entzündungsprozesse belasten das Immunsystem. Parodontose. Für unsere Zuschauer, das sind ja Laien, mal kurz erklärt, was muss sich der Laie unter Parodontose vorstellen? Parodontose ist ein Schwund des Zahnhalteapparates. Der Zahnhalteapparat ist im Prinzip, muss man sich einen Zahn, eine Wurzel kann sich jeder vorstellen und der steht im Knochen. Da ist der Zahn wirklich wie so ein, wie eine Mohrrübe halt. Nicht? Und er steht im Knochen als und in diesem Zahnfach, dass man sich wie eine kleine Schultüte vorstellen muss, nur im Mikroformat, in diesen Knochen eingebettet, hängt die Wurzel. Die ist hängend in diesen Knochen versenkt. Und dann gibt es natürlich einen steten Input von Bakterien, die einfach im Speichel vorhanden sind, die in diesen kleinen Zwischenraum zwischen Zahn und Zahnfleisch in die Tiefe einwandern und da dann auf den Knochen einwirken. Und dann gibt es natürlich unterschiedlich aggressive Bakterien, unterschiedliche Bakteriendichten. Und es gibt auch Menschen mit einer sehr unterschiedlichen Immunantwort. Man schätzt 20-25% der in Deutschland lebenden Menschen haben eine genetische Veranlagung zu Parodontose durch die Immunantwort des Körpers, die natürlich dann ein deutlich höheres Risiko haben, ihre Zähne zu verlieren. Aber sie müssen ihre Zähne nicht verlieren. Die müssen nur ein klein bisschen mehr Aufwand treiben an Zahnpflege, an Obacht, dass das alles schön sauber und perfekt gepflegt ist. Und natürlich im Gegenzug auch wieder, es muss natürlich auch ein funktionierendes Immunsystem da sein im Körper. Wenn die Menschen mit Vitaminmangelzuständen kommen und Mineralstoffmangel, was ich glaube immer unterschätzt wird, dann können wir seitens der Zahnerkunde können wir uns die Finger wundarbeiten. Es wird die Parodontose-Therapie nur in einem, ich sag mal, eingeschränkten Maße erfolgreich sein. Aber das, wenn das ganze mineral-otomolare Umfeld perfekt ist, dann erhalten Leute alles. Das sind sozusagen die therapierbaren Therapie-Erfolgshindernisse. Man sieht ja manchmal auch Münder, die sind mit Zahnbelägen voll und trotzdem sind die Zähne an und für sich gesund. Was unterscheidet diese Menschen von anderen? Das ist eine gute Frage, die Ihnen auch Professor Lang, er hatte über 20 oder 30 Jahre den Lehrstuhl in Bern in der Schweiz und gilt so ein bisschen, ist jetzt emeritiert, also als der Gottvater der europäischen Parodontologie und Prophylaxe. Und er sagt immer, 7-9% der Patienten haben eine absolute Karies- und Parodontalresistenz. Die können essen, was sie wollen, die können pflegen, ob sie wollen oder nicht oder pflegen. Da passiert einfach nichts. Aber er weiß nicht warum. Man weiß nicht warum. Auch er kann die Frage nicht beantworten. Karies kam gerade in dem Satz vor. Was ist das? Karies, ein Lieblingsthema der zahnmedizinischen Examiner. Es gibt ein ganzes Bündel, einen Strauß von Theorien, worum und wieso und wo sie herkommt. Gewisse Faktoren kennt man, gar keine Frage. Das ist natürlich hochgradig die Ernährung, das ist die Pflege, das ist die Übersäuerung. Alles richtig und trotzdem muss es da Kofaktoren geben, die wir noch nicht so genau kennen. Es gibt ja Münder, da haben sie ein blütenweißes Gebiss und mittendrin steht ein Zahn, der ist völlig zerfallen, nur noch ein Wurzelrest. Der hat natürlich über die ganze Zeit genau die gleiche Ernährung, die gleiche Pflege, der hat alles identisch. Warum ist dieser Zahn jetzt zerfallen? Das passt in keine der gängigen Karies-Theorien. Und es gibt auch umgekehrt. Es gibt völlig zerfallene Gebisse und dann stehen da vereinzelt ein, zwei, drei Zähne, die sind blütenweiß, kerngesund, haben keine Karies. Perfekt. Bruxismus, Mehrbelastung oder Fehlstellung der Zähne scheiden da aus? Also Bruxismus ist ja in seiner Ursache nicht wirklich geklärt. Es gibt ganz viele, gibt auch endlos viele Theorien. Ich habe manchmal fast das Gefühl, das ist mehr in der Medizin zu verorten, wo das wirklich herkommt, oder auch in der Psychologie. Zahnmedizinisch füllt es Kongresse über Jahre und Jahrzehnte, sodass eine klare Ursachenzuordnung ist nicht gegeben.
Und für diese Karies-Problematik würde ich den Bruxismus, nein, das, was ich eben als Unsicherheit beschrieben habe, woher die Karies kommt und was an Kariesstellen da ist und wo es passt und wo es nicht passt, das würde ich jetzt nicht mit dem Bruxismus in eine Schublade bringen. Da haben Sie aber eher einen parodontalen Einbruch. Also wenn Sie, also Fehlbelastungen, ja, das gibt es. Aber da müssen Sie eine ganz außergewöhnliche parodontale Stabilität haben, dass der Körper das dann wirklich mit Zahnzerstörung beantwortet. In den meisten Fällen gehen solche Fehlbelastungen, die gibt es natürlich zuhauf, gar keine Frage, aber die gehen dann mit einem Abbau des Zahnhalteapparates einher. Ja. Es gibt, sagen wir so, es gibt ja, man sagt, auch 1-3% der Patienten haben so dieses multiple Vergiftungssymptom, dass sie überhaupt keine Materialien mehr vertragen. Ich kann das nicht beurteilen, ob diese Prozentsätze stimmen, aber es gibt in der Tat Patienten, die so toxisch belastet sind, dass man praktisch nichts mehr machen kann. Und da hatten wir ja früher keine Möglichkeit, da hatten wir ja wirklich keinen therapeutischen Zugang. Und das haben wir ja jetzt. Wir haben ja wirklich mit Vollkeramiksystemen, die auch brückentauglich sind, hatten wir ja früher auch nicht, da konnten wir Einzelzahnrestaurationen machen. Aber dass die Zahnheilkunde Brückenrestaurationen hat, auch über längere, größere Spannen hinweg, das ist erst ein Phänomen der letzten Jahre. Und diese Zirkonrestaurationen sind mit dem klassisch alten Phosphatzement zu zementieren. Das ist möglich. Und dieser Phosphatzement besteht nur aus drei Elementen, die alle im Körper natürlicherweise vorkommen. Also selbst wenn der sich abräumt oder wieder in Lösung geht, haben Sie nur Elemente, die der Körper sowieso schon hat und kennt und ohne die er nicht leben kann. Und auf diesen Phosphatzement, der nicht umsonst seit 150 Jahren unverändert ein Material der Zahnheilkunde ist, können Sie in Kombination mit diesen Zirkonen als Keramik Restaurationen erstellen für Menschen, die sonst nichts mehr vertragen. Und das ist ein Fortschritt auch der Extraklasse. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass es das mittlerweile gibt. Also all die Patienten mit diesem multichemischen Sensitivitätssyndrom, so ist das, die müssen das, ja gar nicht unbedingt vergiftet sein, sondern die können einfach auf diese, die sind so sensibilisiert, dass sie auf alles reagieren, genau. Quasi schon im Sinne einer Signalkaskade. Also es geht ja innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wo die das merken. Ich habe Patienten erlebt, die kommen in einen Raum und sagen den Leuten zu, sie haben Persil, sie haben Ariel, sie haben dies und das in der Wäsche gehabt, weil sie das so wahrnehmen können, wo andere nur sagen, ich rieche nichts. Ja. Genau die. Und das empfinden die aber nicht als angenehm. Weil die können dann einfach nicht mehr richtig denken, kriegen Kopfschmerzen oder haben eben Sehstörungen und dergleichen. Ja, vielen Dank für diese sehr ausführlichen und wichtigen Informationen und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, ich wüsste, wenn ich mal wieder einen Zahnarzt brauche, wonach ich fragen muss. Und ich habe nicht umsonst meine ganze Familie hier.